Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Umweltministerin Schulze nannte im Umweltausschuss das ein unerfreuliches Urteil. Und ich musste ihr da ein bisschen widersprechen, weil angesichts der Klagen und ihrer Dimensionen der Konzerne war das Urteil am Ende tatsächlich erfreulich. Woran es lag, dass die Klagen überhaupt möglich waren, das ist jetzt hier schon ein paar Mal benannt worden, schwarz-gelbe Bundesregierung 2010, 2011. Die Optionen, die das Bundesverfassungsgericht in den Raum gestellt hat, Frau Skodelny hat sie benannt. Das Bundesumweltministerium hat sich für die Option 3 entschieden und hat gesagt, unsere Leitlinie ist ein möglichst schneller Atomausstieg. Das heißt, keine Strommengenübertragung, sondern finanzielle Entschädigung. Und das haben wir Grüne für völlig richtig gehalten. Der Gesetzentwurf sagt nun allerdings, Strommengen werden entschädigt, wenn sie trotz ernsthaften Bemühens nicht auf ein anderes Kraftwerk übertragen werden konnten. Mit diesem Text, Frau Staatssekretärin Schwarzenmüller-Sutter, müssen Sie mir die Leitlinie möglichst schneller Atomausstieg vielleicht noch mal erklären. Wir haben dazu den geplanten Geschäftsfeldtausch von E.ON und RWE. Kurz gesagt bekommt E.ON die Netze von RWE, RWE bekommt Kohle- und Atomkraftwerke von E.ON. E.ON war ja nun derjenige mit der Strommengenlücke, RWE der mit dem gigantischen Strommengenüberschuss. Und ohne Brennelementesteuer lohnt sich der Betrieb von Atomkraftwerken durchaus wieder. Das heißt, RWE wird sich vermutlich dafür entscheiden, auf Entschädigungen zu verzichten und die Strommengen vollständig übertragen auf die ihnen dann gehörenden Kraftwerke von E.ON. Und diese Kraftwerke werden dann vermutlich bis zum letzten möglichen Tag laufen. Das heißt, es braucht die Wiedereinführung der Brennelementesteuer, um genau das zu verhindern. Ihre Sorge, Frau Staatssekretärin Schwarzenmüller-Sutter, dass das Bundesumweltministerium überlastet werden könnte, wenn es sich auch noch um die Brennelementesteuer kümmern müsste, die kann man Ihnen ja nehmen. Weil für die Brennelementesteuer ist ja tatsächlich nicht das Ministerium, in dem Sie Staatssekretärin sind, zuständig, sondern das Finanzministerium. Es braucht also einen Appell an den Parteikollegen und auch Kabinettskollegen Olaf Scholz und ein Anstoßen, damit es im Kabinett mehrheitsfähig wird. Die Brennelementesteuer hilft auch dem Netzausbaugebiet. Der Atomstrom von Brockdorf und Emsland verstopft die Netze. Und die 16. ATG-Novelle wäre anders, als es der Bundesrat jetzt beschlossen hat, zu fordern, finden wir, dass die 16. ATG-Novelle genau der richtige Ort wäre, um das zu regeln. Auch Ihr Ministerpräsident von Schleswig-Holstein möchte das ja durchaus, also Ihr meint jetzt die Union, da ist sie, Entschuldigung, weil von Ihnen ja immer ein bisschen Widerstand, heute habe ich es nicht gehört bei Ihnen, Herr Möhring, sondern habe eigentlich Offenheit für diese Idee gehört, diese Strommengenübertragungen zu beenden. Machen Sie das, das ist sinnvoll in Sachen Energiewende und auch in Sachen schnellstmöglicher Atomausstieg. Die Sorge, die ich immer wieder höre aus Kreisen der Bundesregierung, man könnte den Atomkonzernen oder den Energiekonzernen das Leben vielleicht doch ein bisschen zu schwer machen, die, glaube ich, ist inzwischen doch ziemlich übertrieben. Wenn wir uns die Trittbrettfahrerei von E.ON anschauen zum Beispiel, die bei der Klage von Vattenfall in Washington vor ICSID darauf spekulieren, selbst rund zwei Milliarden Euro zu erhalten. Insgesamt beträgt die Klage oder fordert die Klage 5,7 Milliarden. Das zeigt uns ziemlich deutlich, dass Nachsicht hier nicht angebracht ist. Wir haben dazu die Brennelementesteuer, die Klage, die 7,3 Milliarden den Konzernen zurückbringt. Übrigens diese Klage, obwohl der Bundestag bei der Beschließung des KfK-Gesetzes gefordert hatte, sich dafür einzusetzen, dass die Konzerne alle atomrelevanten Klagen zurückziehen. Das ist nicht passiert. Wir sind jetzt konfrontiert mit ziemlich massiven Zahlungen und eben auch eventuell noch stattfindenden Zahlungen, falls die Klage in Washington doch Erfolg hat. Und ich würde sagen, das alles lässt nur den Schluss zu. Der Kampf der Konzerne gegen die Politik des Bundes ist noch lange nicht zu Ende. Und passen Sie auf von der Koalition und von der Bundesregierung, dass Sie in diesem Kampf auf der richtigen Seite stehen. Beenden Sie die Strommengenübertragung in der 16. ATG-Novelle auf Brockdorf und Emsland. Führen Sie die Brennelementesteuer wieder ein. Dann kann das was werden. Vielen Dank. Die Kollegin Nina Scheer ist die letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt für die SPD-Fraktion.